sei eine Leiterschleife, da ist sie, mit Flächeninhalt groß A, der Flächeninhalt von dieser braunen Fläche ist also groß A, und mit Normalvektor N. Dieser grüne Vektor ist normal zur Ebene der Schleife. Und das Ganze in einem Magnetfeld B mit Stärke groß B, Stärke, die ich hier einstellen kann. Der magnetische Fluss Phi durch diese Schleife, das ist diese Zahl Phi, die definiert ist durch B mal A mal Cosinus von Theta, wo Theta der Winkel ist, der durch den Normalvektor zur Schleife und den Vektor Magnetfeld bestimmt ist. Man kann diese Schleife drehen, indem man diesen Winkel Theta verändert. Die Einheit vom magnetischen Fluss Phi, das ist laut der Definition Tesla mal Quadratmeter, und der Cosinus von Theta hat keine Einheit. Also die Einheit vom magnetischen Fluss ist Tesla mal Quadratmeter. Und diese Einheit nennt man auch Weber, zu Ehren des deutschen Wissenschaftlers Wilhelm Weber. Der magnetische Fluss Phi hängt also von drei Parametern ab. Der erste Parameter ist die Magnetfeldstärke groß B. Je größer die Magnetfeldstärke ist, desto größer ist der magnetische Fluss. Zweiter Parameter, das ist der Flächeninhalt von dieser Schleife. Je größer der Flächeninhalt groß A ist, desto größer ist der magnetische Fluss. Dritter Parameter, das ist die Orientierung der Schleife gegenüber des Magnetfeldes B. Diese Orientierung drücken wir mit diesem Winkel Theta aus, Winkel zwischen der Normalen zur Schleife und dem Vektor Magnetfeld. Wir können hier schön sehen, je größer dieser Winkel Theta ist, desto weniger Magnetfeldlinien durchqueren diese Schleife. Also, je größer der Winkel Theta ist, desto kleiner ist der magnetische Fluss. In diesem Modell können wir schnell erkennen, wenn wir den Winkel Theta etwas kleiner nehmen, dann erhöht sich die Anzahl der Magnetfeldlinien, die diese Schleife durchqueren. Und wenn Theta gleich 0 ist, dann ist diese Anzahl Magnetfeldlinien maximal. Jetzt nehmen wir Theta etwas größer, so, und wir sehen in der Animation, die Anzahl Magnetfeldlinien, die diese Schleife durchqueren, ist kleiner geworden. Wir nehmen Theta noch etwas größer. Die Anzahl Magnetfeldlinien, die die Schleife durchqueren, ist noch kleiner geworden. Und bei 90 Grad durchquert gar keine Feldlinie mehr diese Schleife. Was also bedeutet, wenn Theta gleich 90 Grad ist, dann ist der Magnetfluss minimal, das heißt hier 0. Das ist auch schön in der Definition vom Fluss zu erkennen. Wenn Theta gleich 90 Grad ist, der Cosinus von 90 Grad, das macht 0, dann ist der magnetische Fluss effektiv 0. Jetzt setzen wir den Winkel Theta auf 0. So, wenn Theta gleich 0 ist, ist der magnetische Fluss maximal. Das stimmt auch in dieser Formel, denn wenn Theta 0 ist, der Cosinus von 0, das macht 1, das ist der größtmögliche Cosinuswert. Also wenn Theta gleich 0 ist, dann ist der Fluss maximal,
Und in diesem Fall haben wir magnetischer Fluss gleich B mal A mal 1, also einfach B mal A. Wir schauen nochmal in der Animation. Sind B und A angegeben, dann ist der magnetische Fluss Phi maximal, wenn Theta gleich 0 Grad ist, so wie hier, und gleich 0, wenn Theta gleich 90 Grad ist. So wieder.